Hey, naja, ein Special wieder mal. Ich werde dieses Spiel ganz schnell durchzocken. Als eine Art Speedrun, aber nicht so wie der perfekte Amerikaner. Nein, es wird ein deutsches. Einigermaßen gutes Speedrun hoffe ich doch. Wenn ich ganz scheiße war. Ich habe das Spiel das letzte Mal, vor einem halben oder dreiviertel Jahr gezockt. Und ich kann es aber noch ziemlich gut. Ich habe es damals. Ich habe schon 10, 11, 12 Mal durch. Naja, ich kann jetzt nicht so viel reden. Mit den anderen Let's Plays oder Let's Play Special auch. Bam, durch. Nein, aber das war Zeitverschwendung. Das war's auch schon mit dem ersten Level. Ich weiß nicht, kann sein, dass der Ton mal wieder ein bisschen hängt am Ende mit dem Video, weil ich gerade Illusion of Time hochlade. Was ihr hoffentlich auch fleißig anguckt, ja. Ach, scheiße. Diese wird das natürlich nichts mit einem Speedrun. Ich wollte das erste Leben eigentlich in der dritten Welt verlieren, aber naja. Zwinge ich dazu, dass ich hier schon lebt. Das war knapp. Hier werde ich in einen Bonus rein. Na, von dem brauche ich die nämlich, weil ich dann doch schneller bin als beim normalen Weg. Und ich werde sterben lassen, ist ein Bonus. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Level jetzt auch schon vorbei. Gute Grafik ist wieder da. Ist echt Hammer für dieses Spiel damals, diese Grafik, naja. Okay, das hat wieder dumme Zeit gekostet. Ja. Deshalb kann ich ziemlich gut ein Speedrun. Außer wenn ich die Fässer hier aufsammle. Hätte ich es gewusst. Okay, ich hab's gewusst. Ich hab's schon geahnt. Oh, vom Leben hier. Ein Kill jetzt 6, egal. Oh nein, ein Wasserlevel. Weil ein Wasserlevel ist halt immer das Problem. Bitte, sie sind richtig blöd. Und man kann sie auch ganz einfach scheiße an. Und ich glaube, es leckt gerade ein bisschen. Ich hoffe mal, dass der Ton nicht so verschoben wird. Naja. Sollte ich vielleicht einfach nicht so viel reden, dann fällt sich so der Lauf. Ja, wobei durch die Sounds. Naja, egal. Vorgenommen, diesem Spiel nie auszurasten. Das könnte ziemlich schwer werden. Ich könnte eine Zerrung ziehen beim Zusammenkneifen. Oh. Ganz egal. Ganz egal, habe ich gesagt. Gut, Level geschafft. Bis jetzt in jedem Level circa eine Minute gebraucht. Knaller Teil kommt jetzt. Ist kein Problem. Für die meisten Let's Player war es ein Problem. Ich sag das nur royal. Hallo Frank, falls du das hier sehen solltest, auch wenn du dieses Spiel hast. Weil sie nicht diese Abkürzung gewusst haben oder sie nicht hingekriegt haben oder sie sich und schon zwei Nashörner, das ist nicht so gut. Diese Abkürzung. Oh, das brauche ich eigentlich gar nicht, na egal. Falls man das passieren sollte. Versichert. Okay, ich bin versichert.
Okay, komm. Come on. Das ist doch schon. Bam. Jetzt können wir gemütlich zugucken, wie sie aufs Ende zufliegen. Und noch mal ein Leben bekommen. Und das war's. Ja, hier können wir eigentlich speichern, obwohl wir nicht. Wir gehen gleich zum ersten Endboss. Zum mächtigsten Boss dieses Spiels. Kinky Roll. Na okay, nicht wirklich. Okay. Eine Bananenfolge von drauf und alles ist gut, jo. Und ich werfe meine Mütze hoch und fange sie und ich bin toll. Okay. Ja, die hat sie verdient. Jetzt habe ich mir überlegt, was mache ich für ein Special. Ich habe gedacht, oh, nochmal ein Special, weil das hier nochmal ein Special so viel Spaß macht. Was ich natürlich über längere Zeit machen werde. Also ich werde ziemlich viele Let's Plays gleichzeitig machen und Videos reinstellen und so. Ich habe jetzt übrigens herausgefunden, wie man schneller Videos in YouTube reinstellt. Jetzt dauert ein Video reinzustellen circa nur noch 50 bis 60 Minuten. Vorher hat es immer 180 bis 200 Minuten gedauert, ein Video reinzustellen. Deswegen hat das Donkey Kong Country 3 Let's Play auch so gelitten. Naja. Das hat mir mir verkackt. Dabei lag es ja einfach nur in meiner Dummheit. Durch mein Nichtwissen. Das Level haben wir auch übersprungen. So, was jetzt kommt, ja, da muss ich halt am Ende ein bisschen aufpassen, glaube ich. Oder war's das? Ja, okay, das war's. Wäre mich eigentlich noch mal cool, so eine Biene treffen, naja, egal. Jetzt war ich ja fast, das sammle ich nämlich nicht ein. Wenn ich mir ein kleines bisschen Zeit spare, wenn ich dann sterbe natürlich, dann habe ich ziemlich viel Zeit zu viel genommen, naja. Ich glaube, ich schreibe mal bei kommen demnächst bei Projekt, laufende Projekte einfach mal hin, weil dann kann ich da mehr hinschreiben und so. Kann ich ja echt alles schreiben, was ich gerade momentan mache. Das ist besser. Und das Level ist durch. Ja, dieses Level geht ganz schnell. Dann nochmal wieder nach Hause laufen und auf einmal sind wir doch in diesem Level nochmal kurz. Und das Level ist fertig. Energie bringt uns sehr viel. Kenny Speicherpunkt. Okay, ich kann Kenny leider nicht so gut sprechen wie manche anderen. Aber sehr egal. Bad Mühlstein, mein Favorite Level. Ihr könnt euch jetzt denken, was ich meine, warum ich sowas sag. Weil ich dieses Level nicht gemocht habe als Kind. Aber jetzt ist es eigentlich nicht so schlimm. Ich würde denken, okay. Boah, stimmt. Was? Hab ich den berührt? Oh, guck mal. Oh, Double Kill. Donkey Kong dauert halt alles ein bisschen länger, wenn ich Donkey Kong spiele. Also von den Charakteren halt. Ich das Spiel hier. Yay. Mir Frosch geht's alles ziemlich
Einfach hier durch. Aua. Ja, was? Hä? Der Frosch hat mich mitgezogen, Leute. Der Frosch ist abgehauen und dann wurde ich irgendwie mitgezogen mit dem. Ich weiß jetzt nicht, was das war. Jedenfalls. Komisch und ärgerlich. Ich meine, ich konnte nichts dafür. Ich konnte zwar dafür, dass ich mit dem Frosch da reingelaufen bin, aber danach hätte er mich ja wohl absetzen können und nicht mitziehen können oder was. Ich sammle jetzt mal lieber ein. Ich soll nicht so ein großes Risiko machen, glaube ich. Davor sage ich noch, mit dem Frosch ist natürlich alles viel einfacher. Super. Ich möchte da hoch und den Frosch holen. Habe ich jetzt wieder was riskiert, wenn ich den nicht mitnehme? Wir haben diesmal der mich komischerweise nicht mitgezogen. Naja. Da haben wir Bad Mühlstein doch abgeschlossen. Ja, Leute, das war mühselig.